Und da dies so gewesen ist, bin ich auch sehr gerne bereit, nochmal hier in diese Gegend zu kommen, dass alle die Chance haben, uns hier zu hören, die Stimme der AfD zu hören, denn die Stimme wird uns ja sonst nicht gegeben. Meine Kollegen haben das ja völlig richtig gesagt. Wir haben hier ein ubiquitäres Versagen der Medien, also ein allgegenwärtiges Versagen. Die Medien spiegeln überhaupt gar nicht die liberal-konservativen Meinungen wider. Das, was dort im Fernsehen sich abspielt, und wenn ich dann mal eingeladen werde, bei Maischberger war ich seit 5 Jahren nicht, das weiß ich deshalb so. Ich war das letzte Mal eingeladen, nachdem unser jüngster Sohn geboren wurde, und jetzt ist er fast 6. So, und darum weiß ich das auch so genau. Und wir haben hier ein absolutes Versagen. Wenn wir eingeladen werden, dann kann man nicht ausreden, man wird permanent unterbrochen. Sie müssen sich das mal vorstellen. Ich meine, höchstwahrscheinlich leiden Sie mit mir mit, wenn ich in Shows sitze und ich kann keine 2 Sätze sprechen. Die größte Kunst ist ja da wirklich nicht, da irgendwie rauszuspringen und den Leuten irgendwie an die Gurgel zu gehen. Aber ich finde das auch, wissen Sie, ich finde das im Umgang, ich finde das so ungehörig, es gehört sich einfach nicht. Und daran krankt doch die gesamte Bundesrepublik, dass wir überhaupt gar keinen argumentativen Austausch mehr haben, sondern irgendwie hier in der Hypermoral gefangen sind, keine vernünftigen Argumente mehr ausgetauscht werden und alles komplett moralisiert ist. Wenn Sie nicht auf der richtigen Seite stehen, sind Sie gleich auf der falschen. Die Falsche sind gleich Covidioten, Querdenker, Nazis, sonst irgendwas. Was ist das für ein Umgang? Ich halte das für hochgefährlich für eine Demokratie und für den demokratischen Pluralismus in unserem Land. Es ist hochgefährlich. Und das, was hier gemacht wird, ich nenne das sehr gerne auch in anderen Vorträgen, und wir können da ja auch gerne gleich nochmal in dem Dialog drauf eingehen, das ist ja fast schon postfaschistisch, was hier gemacht wird. Das ist Stalinismus, die Diffamierung des politischen Gegners, eine komplette Deformierung, eine Entmenschlichung des Gegners. Und die Menschen, die das tun, die merken das nur nicht mal. Sie merken das so nicht mehr, sie fühlen sich im Recht, und Sie müssen sich vorstellen, all diejenigen, und ich weiß, dass Sie das ja auch machen, die politischen Debatten im Bundestag zu verfolgen, wie unsachlich die teilweise geführt werden. Es ist kein Austausch der Argumente mehr, sondern da geht es einfach nur noch wir gegen die AfD. Und ich kann einfach nur sagen, wir sind die AfD. Und wir lassen uns das alles nicht gefallen. Wir haben die Lösungen. Die Lösungen werden überall von der CDU abgekupfert, da, wo es gerade reinpasst. Und seien wir doch mal ehrlich. Friedrich Merz ist als konservativer Führer der CDU, ja, das war ja mal der Hoffnungsträger, ein Komplettausfall. Und Angela Merkel ist in Wirklichkeit die erste grüne Kanzlerin der Bundesrepublik geworden. Das ist doch die Wahrheit. Und ich weiß, ich wurde darüber informiert, dass hier heute Abend einige CDU-Kommunalpolitiker sitzen. Ich kann Ihnen einfach nur sagen, machen Sie mal richtig Bambule bei Ihnen in der Partei, was bei Ihnen eigentlich falsch läuft. Wo ist eigentlich die Partei, die CDU, falsch abgebogen? Eben kommt mir der Friedrich Merz entgegen. Und wissen Sie, wie der reagiert? Der guckt zur Seite, der guckt plötzlich weg. Sagen Sie dem mal, er soll sich mal anständig benehmen und vernünftig grüßen. Das ist ein vernünftiger parlamentarischer Umgang. Wo leben wir eigentlich? Ich bin das ja alle schon gewohnt, ich halte das auch aus, aber wenigstens vor März hätte ich es dann noch ein bisschen erwartet, aber jetzt erwarte ich überhaupt gar nichts mehr von dem Mann. Und die Bundestagsdebatten legen doch ganz klar offen, dass es diesen Menschen an Gespür fehlt, an Bodenhaftung, am Problembewusstsein. Für uns, für die arbeitende Bevölkerung, die hier völlig, ich sage es jetzt einfach mal ganz, es geht mir nicht über die Lippen, aber vielleicht sage ich es doch. Ihr werdet doch alle verarscht von denen da oben. Darum geht's doch. Die werden hier über den Tisch gezogen. Und das tut mir für die Millionen Wähler so leid, die diesen Mist nicht gewählt haben. Das haben die nicht verdient. Mir tut es leid für die Wähler, die uns gewählt haben. Aber ich kann versprechen, wir werden mehr. Und wir werden das Blatt wenden. Und dafür sind wir angetreten. Und wir machen sowas nicht mit.
Ein Energie- und Wirtschaftsminister, der noch nicht mal weiß, was eine Insolvenz ist. Da kann nichts mehr verkauft werden. Unsere Kosten gehen durch die Decke und so. Aber dann, wenn man nichts mehr verkaufen kann, da ist man noch lange nicht insolvent. Da kann man noch irgendwie den Laden zumachen. Also laufende Kosten oder sowas. Habeck, ne? So. Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und dann haben sie da irgendwie noch eine Außenministerin sitzen, die wirklich die ganze Zeit, seit Monaten, an der Eskalationsschraube dreht. Man muss einfach mal die Frage stellen, was ist denn eigentlich hier, was sind denn die außenpolitischen Erfolge von der Baerbock? Außer, dass wir jetzt da einen riesen Kladderadatsch haben. Das muss man sich mal vorstellen. Dann haben wir von der FDP, Götz, du hast ja eben die FDP erwähnt, von der FDP, liebe Freunde, ist überhaupt gar nichts mehr zu erwarten. Die FDP ist ein Totalausfall und die FDP ist eine Partei, die man definitiv nicht mehr braucht. Die hat sich komplett überflüssig gemacht in der Bundesrepublik Deutschland. Es ist leider so. Es ist leider so, und warum sage ich leider? Weil es mir letztendlich leid tut. Wir wissen doch, dass wir eigentlich eine liberal-konservative Mehrheit hätten. In den Landtagen und im Bundestag. Mit der AfD, mit der CDU, mit der FDP haben wir die Mehrheit. Gehen Sie hin, gehen Sie zu den Abgeordneten, fragen Sie sie, warum das nicht möglich ist. Wir könnten liberal-konservative eine vernünftige Politik machen. Rufen Sie die Abgeordneten in den Wahlkreisen zur Vernunft und in Ihrer Partei, dass wir endlich vernünftige Politik machen können und das abwenden können. Weil ich kann Ihnen sagen, es ist nicht mehr 5 vor 12. Das wissen Sie selber, das merken Sie auch, das spüren wir alle. Wir haben 5 nach 12 und wir haben da oben eine Laientheatergruppe sitzen, so ein Quatsch-Comedy-Club. Man kann es nicht anders sagen, es ist brutal. Aber die Leute, die können das gar nicht können, verstehen Sie? Die können das gar nicht können von ihrem Background her. Und da ist auch überhaupt gar kein Vorwurf mehr zu machen, weil auf der anderen Seite, da haben Sie irgendwie Wähler, die das auch nicht so ganz durchblicken. Also ich verstehe überhaupt gar nicht, wie man in dieser Situation noch nur annähernd hat, jemanden so was Uncharismatisches und sowas wirklich Blasses wie den Olaf Scholz hat wählen können, der wirklich diese zig Skandale an den Hacken hat. Dann hat er da einen Steuerskandal, dann hier einen Finanzskandal. Und da sind wir wieder bei dem Thema, wie kann sowas sein? Ja, weil er von den Medien gedeckt wird. Was ist das für eine Medienberichterstattung? Das hat Herr Springer ja gerade sehr ausführlich, sehr, sehr schön beschrieben. Darum ist die AfD seit jeher für die Streichung, für die vollständige Streichung der GEZ-Gebühr. Welche Möglichkeiten hat man denn in solch einer Situation, sein Geld in Sicherheit zu bringen? Natürlich sind es Sachwerte. Und im Sachwertbereich gibt es 2 große Favoriten. Und der erste Favorit ist Gold. Gold und Silber ist die Krisenwährung Nummer 1. Sehr beliebt, natürlich auch sehr bekannt. Aber was machen Sie denn, wenn zum Beispiel während einer Krise die Geschäfte oder die Online-Shops geschlossen sind? Was machen Sie, wenn gerade alle kaufen wollen? Dann gibt es natürlich nichts mehr zu kaufen, beziehungsweise die Preise sind in solch einer Situation, zu solch einem Zeitpunkt, extrem überteuert. Was machen Sie, wenn Sie zum Beispiel Werte von A nach B transportieren wollen? Im Extremfall vielleicht sogar müssen. 1 Million in Gold sind ungefähr 27 Kilogramm. Haben Sie schon mal 27 Kilogramm in einem schweren Rucksack über längere Zeit getragen? Oder Sie wollen Gold unbemerkt in ein Flugzeug bringen? Wobei ich Sie jetzt wirklich nicht auffordern möchte, am Zoll vorbei Gold in ein Flugzeug zu transportieren. Aber Sie werden mit großer Sicherheit nicht durch den Scanner kommen. Und man wird es Ihnen mit fast 100%iger Wahrscheinlichkeit wird man es Ihnen abnehmen. Sie können heute nicht so einfach 1 Million in Gold durch die Gegend karren. Und eine weitere Frage in Bezug auf Gold, wie ist es mit der Meldepflicht? Warum gibt es diese Meldepflicht? Wussten Sie, dass jeder Goldkauf über 2000 Euro gemeldet wird? Und haben sich dabei schon mal gefragt, warum muss man überhaupt einen Goldkauf melden? Warum will der Staat wissen, dass Sie Gold zu Hause haben? Es steht in keiner Einkommensteuererklärung, und es wirft auch keine Zinsen ab. Es fällt auch keine Kapitalertragssteuer an, die Sie abführen müssten. Also warum will der Staat wissen, warum Sie Gold besitzen? Meine Erklärung, ganz einfach, damit man am Ende ganz genau weiß, wo man es im Notfall wieder abholen kann. Der zweite große, scheinbar sichere Sachwerthafen sind Immobilien. Sehr beliebt als Sachwertanlage. Nur ist Ihnen dabei bewusst, dass man über die Grundsteuer jederzeit auf Ihre Immobilie direkt zugreifen kann. Und das hat man schon gemacht.
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden auf alle Immobilien Zwangshypotheken eingetragen. Und zwar 50% bezogen auf den geschätzten Immobilienwert. Und über 30 Jahre hinweg mussten dann die Besitzer dieser Immobilien über eine erhöhte Grundsteuer das Geld zurückbezahlen. Auch jetzt sind schon wieder Bestrebungen im Gang, erhöhte Umlagen auf Immobilienbesitzer festzulegen. Doch es gibt noch eine dritte Möglichkeit, an die niemand denkt und die in Deutschland noch relativ unbekannt ist. Eine wirklich super Alternative, nichts Digitales mit echten Werten hinterlegt, die seit Jahrhunderten den Beweis erbracht hat, dass sie Vermögenswerte erhalten hat und auch gerettet hat. Und wenn Sie wissen möchten, was das ist, klicken Sie einfach auf den Like, teilen Sie dieses Video und ich verrate Ihnen gerne, um was es dabei geht.